Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Mein Name ist ZDP und ja, da geht schon die erste Cutscene los. Gekommen, um dein Werk zu bewundern, kehrst an den Ort des Verbrechens zurück. Es musste sein, Katze, du hast es selbst gesagt. Du und die Rote Königin, ihr könnt nicht beide überleben. Sie ist ein Krebsgeschwür in deinem Körper. Töte sie oder geh unter. Ja, sie war das Gesicht des Bösen im Herzen der Finsternis. Sie war letztes Mal nicht nett zu dir, hast doch deinen Kopf verloren. Sie war völlig verstört. Du hast ihre Krone an dich genommen. Aber jetzt hast du sie abgesetzt. Du musst mit ihr sprechen, mit dem, was von ihr übrig ist. Okay, Königinland. Oh, ich wollte da gerade drauf springen. Wow. Uiuiui, Alice, du solltest mal ein bisschen abnehmen. Okay, hier bricht schon mal alles zusammen. Da hinten habe ich schon ein Geheimnis gesehen. Hier sehe ich auch irgendwas, also gehe ich jetzt ruhig mal hier lang. Schön, du auch nicht. Naja, doch, eigentlich doch schon. Scheint es ja eine ganz Liebe zu sein, wenn du schon Kätzchen köpfen musst und so weiter. Und so fort. Komm, rein in den Strudel. Zack, zack. So, und so. Zack, und dann sind wir auch schon oben. Was? Okay. Den haben wir. Au, okay. Mein erster Kampf seit Wochen. Und der war doch irgendwie zu leicht. Okay, gucken wir mal. Da hinten ist auch wieder der Zugzug. Ach, der Zug ins Königinland. Okay. Hier soll irgendwo eine Schnauze sein. Wo ist die Schnauze? Ich höre sie. Ich sehe sie nur nicht. Verflucht. Ja, also, wo ist die Schnauze? Ich gucke jetzt mal nach da oben. Vielleicht sehe ich sie ja von hier. Da ist sie. Alice, danke. Heißt, ich soll jetzt hier drauf. Wir machen es einfach mal so. Ich weiß nicht, ob es so richtig war. So. Ach, wir kriegen sogar gleich hier vorne dann schon die Dinger. Ah, okay. Ich habe gedacht, wenn ich nämlich jetzt nach unten springe, komme ich doch gar nicht mehr hoch. Aber so hat sich das natürlich auch erledigt. Und wir haben die nächste. Prinzipiell bin ich durchaus für die Monarchie. Sicher ist die Königin sehr gut in dem, was sie tut, was immer das ist. Aber ist sie nicht auch ein Individuum, so wie wir? Ja, schon. Aber sie tötet. Und deswegen müssen wir sie aufhalten. Okay, kann ich das abschließen? Nee, visiert er nicht an. Oh, macht mir doch keine Angst. Unglaublich, dass ich mich jetzt wegen sowas erschrocken habe. Okay. Okay. Ah. Die Kartenwachen, natürlich. Wie konnte ich die vergessen? Achso, und jetzt BAM! Und nochmal BAM! Nee, doch nicht, doch BAM! 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 Ihr seid mir doch ein bisschen zu viel! Keine Munition mehr? Okay. Ey, jetzt sind ja doch ganz schön viele!
Um ehrlich zu sein, seid ihr mir sogar ein bisschen zu viel. Wie sieht's aus? Komm. Zack. Halt. Ja, genau. Nee. Schieß doch bitte. Okay, okay, komm. Haben wir, haben wir. Zack. Da nochmal einen drauf. Noch einen drauf? Okay. Hier ist alles tot. Bitte, bitte, bitte. Danke, danke, danke. Es waren aber echt viele. Falsche Taste. Was? Ein Turm. Schachmatt. Ich überlege gerade, gab es hier nicht sogar noch irgendwas ähnliches? Wie ein Schachspiel oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Es ist viel zu lange her. Auf jeden Fall. Ah, da hinten geht's zu einer Erinnerung. Okay. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so klug, aber ich mach's einfach mal. Zack, 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 zack. Ah, so wird hier also gespielt. So wird also gespielt. Man muss also Schnauzen kaputt machen, um Geheimnisse zu finden. Ah. Nach, was weiß ich, 40 Parts? Nee, also mindestens 35 Parts habe ich das endlich doch mal herausgefunden. Ich glaube, es ist der 36. oder 37. Part? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist der 36. oder 37. Ja, ja. So in etwa müsste das hinkommen. Zähne. Kann ich eigentlich auch mal wieder ein Waffen-Upgrade machen? 500? Reicht das nicht? Nee, mindestens 600. Um die Teekanne endlich mal auf Level 3 zu bringen oder Steckenpferd? Ich glaube, ich werde aber Steckenpferd nehmen. Die Teekanne doch nicht ganz so wichtig ist, sage ich mal. Die ist halt wirklich nur gut für Gegnermassen. Die wir ja hier in dem Kapitel öfters mal haben werden. Heißt, ich nehme natürlich das Steckenpferd, um das Ganze hier ein bisschen schwerer zu machen. Ist doch logisch, oder? So. Ach du Kacke. Ja, klasse. Wo bin ich jetzt hier? Ach, ich bin wieder hier. Ich bin drauf. Und hau auf meine Gegner. Push it to the limit. Okay. So, jetzt sind wir endlich oben. Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme treffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Wow. Jetzt sollen wir den hier wirklich aufschneiden? Okay. Oh, Kumpel, kann ich dich... Kann ich dich auch abschießen noch? Nee. Okay, das wäre natürlich jetzt noch zu hart gewesen. Und ihr habt schon gehört, hier drinnen ist ein kolossaler Killer. Der auch wirklich kolossal ist und schwer vor allem. Mit denen hatte ich meine... Auch im Spiel bedarf es harter Probleme. Entscheidungen. Oft muss man schwere Opfer bringen, um sein Ziel zu erreichen. Oh Gott, ich glaube, jetzt geht's nämlich auch schon los. Oh Gott, oh Gott. Die Königin. Das Schloss sieht aber wirklich ein bisschen heruntergekommen aus, um ehrlich zu sein. Was? Ich konnte da gerade noch... Achso, nur um das Porträt nochmal zu sehen. Oh. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Okay. Ich glaube, da kamen wir erst später hin. Oder? Wenn ich jetzt da drauf gehe, sind die Dinger oben? Sind da auch irgendwas? Nee. Gut, dann gehen wir erstmal rüber.
Oh, willst du mich jetzt verarschen? Wo? Wo? Ho. Bestimmt hier hinter, oder? Da oben ist sie doch schon, okay. Wir gucken mal, was hier noch ist. Hier gibt es eine Alice-Flasche. Okay. Da gibt es einen Hüpfeball. Wofür? Wir gucken mal kurz. Um an der Kette zu ziehen. Okay. Ziehen wir mal dran. Ah, okay. Jetzt macht er uns nämlich da ein paar Luftströme hin, damit wir auch da hinkommen. Haben wir also bisher noch nichts falsch gemacht. Schon mal sehr schön. Ja, Schnauze. Wir pfeffern dir doch jetzt eine. So. Genau, jetzt kommen wir nämlich an dieses schöne Geheimnis daran, was auch immer das ist. Geheimnis, Erinnerungsstück. So. Wenn ich da drauf drück. Ah, alles klar. Okay, ja gut, komm. Ah. Kein Bärenfell vorm Kamin. Kein Elchgeweih an der Wand. Keine taxidermischen Grässlichkeiten im Haus. Achtet die Würde der Kreatur. Na. Ein bisschen mehr Achtung hier. So. Können wir auch den Hasen wieder befreien. Ja. Das war natürlich jetzt sehr schön. Geht das Ding wirklich komplett nach unten? Oder kann ich da unten noch stehen dann? So, ich dachte, ich falle da komplett runter, Mensch. Mann. Deswegen habe ich mich auch gerade noch so beeilt. Aber okay. Okay, gucken wir mal nach. Ich glaube, jetzt geht's dann nämlich auch schon los gleich. Irgendwie und so. Hier geht nichts zu. Ah, hier gibt's nichts zu holen, okay. Oh. Ich hau dir noch vor aufs Maul, Junge. Teekanne, okay. Teekanne, habe ich gesagt. Wah. Flasche aufsammeln, okay. Wo geht's denn? Ja, ich muss hier an der Flasche vorbei, okay. Also wenn ich das richtig gesehen habe. Oder ist da unten noch was? Unten ist auf jeden Fall was. Ne, geh mal runter. Ah, okay, ich wäre ja auch hier unten lang gekommen, okay. Bevor mich das Vieh angreift. Hier gibt es sonst nichts zu, wenn ich das richtig sehe. Ich guck nochmal kurz. Nein, sieht nicht danach aus. Okay. Wie es denn jetzt hier hinter weitergeht, sehen wir auch in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Alice Madness Returns mit mir, @TTP, und dazu dann auch wieder Alice Little. Ja, würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.